Willkommen zurück bei der Rettung New Yorks gegen die Chitauri. Mit an meiner Seite und tatkräftiger Unterstützung ist der Drachenbursche. Ja, und die Begrüßung eingeleitet hat heute zur Abwechslung mal der Dokitz. Nein, wir machen das ja immer umgekehrt. Den einen Part begrüße ich, den anderen Part begrüßt der Dokitz. Ich habe immer die ungeraden Parts, der Dokitz immer die geraden Parts. Könnt ihr mal darauf achten. Und ja, wen begrüße ich denn heute? Ich glaube, Edis ist heute dran. Und Cleo, das ist eine Katze. Ich kannte vielleicht mal eine Katze, die Cleo hieß. Ich nicht. Waren wir hier nicht schon mal drin? Das ist nicht der Raum, wo wir mal waren. Das war ja die Privatvilla. Genug! Ihr alle seid meiner nicht würdig. Ich bin ein Gott, du Stumpf. Nee, wir sind doch im Stark Tower gestartet. Das ging hier im Stark Tower los. Echt? Ja? Achso, los, ja, nee, ich meine, ich hab zwischendurch mal was im Kopf gehabt, aber das war. Da waren wir in der Villa von ihm. Nicht im Tower. Speichern und fortfahren. Ach, Manno. So. Doch, genau das lässt du. Du hast keine Wahl, lieber Loki. Hast du die Sachen da außen eigentlich schon abgeschossen? Ja, das habe ich gemacht, um reinzukommen. Ah. Okay, und wie kommen wir da jetzt hoch? Was? Echt nur einen erwischt? Frechheit. Das war schön. Ach, das war eine Leiter. Ach so. Das war schön, wer den einen gerade eben weggekickt hat. Keine Sorge weniger. Das war echt ein sehr schöner Anblick. Alter, jetzt bin ich draußen, du bist drin, oder was? Mal. Ventilator. Kann ich mich wieder klein machen? Nee. Egal, dafür kann ich Typen wegboxen mit Hulk. Ja, ich glaube, mit Hulk ist eigentlich schon am coolsten zu kämpfen. Ich kann es schaffen. Hört mich jemand? Darauf erstmal ein Milkshake. So ist es. Die mächtigsten Helden, du hast ein Trophäe erhalten. War das Ende vom ersten Avengers-Film, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Oder? Ja. Ich glaube, jetzt haben wir irgendwas. Bonus-Level kann es sein. Ja, mich hat. Doch, ja, ich glaube, das. Weil keine das mit Project Insight, das war Captain America 2, Winter Soldier. Mich halten keine Fäden fest, klingt so ein bisschen nach Spider-Man. Ich hätte jetzt eher gedacht, das geht für Ultron. Das kann natürlich auch sein. Weil das sagt er doch. Das kann auch sein. Ja. Oder hast du den Film nicht gesehen? Doch, den Film habe ich gesehen, ja, ich habe ihn gesehen. Aber ich kann mich. Ich habe sogar ein Bild auf Instagram von den Karten gepostet. Also ja, ich habe den Film gesehen. Nick Fury mit Bazooka haben wir freigeschaltet. Außerdem Captain America Bucky. Also in der alten Version wahrscheinlich. Loki! Den müssen wir uns auf jeden Fall kaufen. Den müssen wir auf jeden Fall holen. Der kann bestimmt Gedankenkontrolle. Dann hätten wir zumindest die Fähigkeit schon mal. Schauen wir mal, wie die Geschichte weitergeht. Ja, der ist auch unkaputtbar. Ein Kuss von Hulk, sehr schön. Was ist passiert? Sag, dass mich niemand geküsst hat. Wir haben gewonnen. Schön ausgewichen der Frage. Hurra, gut gemacht, Leute.
Wir sind nicht fertig. Wir haben gerade erfahren, dass die Heldentaten der Avengers, die den außerirdischen Angriff abgewehrt haben, für viele eine Quelle des Trostes und ein Grund zum Feiern sind. Während Manhattan... Ist nur wirklich schön zu wissen, dass sie dort draußen sind, oder? Jemand passt auf uns auf. Ich liebe dich, Thor! Und dann macht er Piu Piu! Und die Luft macht Karu! Und dann kommt dieser grüne Typ und macht Ra! Ich fühle mich sicher mit diesen Typen da draußen. Ich will einfach Danke sagen. Selbst ihrem plötzlichen Auftauchen und ihrem plötzlichen Verschwinden laut. Hulk hat schon wieder gute Laune. Das war jetzt der erste Film, das dürfte noch nicht das komplette Spiel gewesen sein. Hier sehen wir auch nochmal das, was nach den Credits kommt, glaube ich. Also nach den Credits vom ersten Avengers-Film. Das war leicht abgeändert und als Anspielung auf Guardians of the Galaxy. Genau, Guardians of the Galaxy, nämlich das Awesome Mixtape Number One. Und hier beim Shawarma-Essen. Kriegen sogar ein bisschen Eis vom Hulk, das ist doch nett. Das war ein Cupcake. Sah aus wie Eis. Der Typ sah überhaupt nicht verdächtig aus, ja. Shield jetzt wissen wir, wie Hydra an das Zepter gelangt ist. Wenn man von unserer Arbeit erfährt, dass wir Hydra dienen. Hydra, Shield. Zwei Seiten einer Münze, die jetzt wertlos ist. Was wir haben, ist mehr wert, als die sich vorstellen können. Herr Strucker, Fury hat alles veröffentlicht. Alles, was er weiß. Früher oder später stoßen sie auf die Zwillinge. Die Welt braucht keine Spione mehr. Und auch keine Helden. Das ist das Zeitalter der Wunder. Nichts ist grauenvoller als ein Wunder. Die Basis muss einsatzbereit werden. Sollen wir anfangen? Ja, sollen wir. Wir kriegen sogar Baron Strucker kriegen wir. Mittlerweile jetzt im zweiten Avengers-Film. Und Dr. List. Der erste Avengers-Film ist abgeschlossen. Wir wandern in den zweiten Avengers-Film. Dort gibt es natürlich auch noch jede Menge von uns zu tun. Ich finde es komisch, dass sie zwischendurch mal die Credits gebracht haben. Aber so hat man wenigstens gecheckt, dass der erste Film abgeschlossen ist. Wir glauben, dass der Kristall mit der richtigen Fokussierung das Potenzial hat, die aus New York geborgene Chitauri-Technologie zu reaktivieren. Oh, ich kann ja sogar schießen. Ich kann ja sogar was. Kannst du auch was? Nein. Schade. Ganz einfach. Das tut mir jetzt aber leid. Hier kannst du Technikfähigkeit hast du. Also ein bisschen komm was. Komm mal kannst kurz du hier rüber zu mir. Ja. Und stell dich mal hier drauf. Mach ich. Haben wir es kaputt gemacht? Nee, passiert noch nichts. Ich dachte. Mit etwas Glück. Nee, ich glaube, das müssen wir noch irgendwie aktivieren oder so. Ja, die beiden Geschwister, wenn wir die beiden haben, dann müssten wir eigentlich fast alle Fähigkeiten haben. Weil die können auf jeden Fall viel. Telekinese können sie ja, glaube ich. Kann man die Frau das? Der Typ, ich weiß nicht mehr. Der Typ kann einfach super. Das ist hier das der Mädchen. Der ist super schnell, ja. Die kann auch Telekinese, oder? Ja. Dafür schiebt auch das Zeug schon so rum in der roten Fahne. Ah. Ja, was ich nur wüsste, ist, was habe ich jetzt hier erreicht, damit dass ich das hier aktiviert habe? Das, jetzt funktioniert das hier vielleicht. Warst du hier oben schon mal? Da kann man hoch. Nein, war ich noch nicht, wie du siehst. Überall das Hydra-Zeichen. Und das Shield-Zeichen nah beieinander. Man sieht eine gewisse Verwicklung. Nach Ihnen, Herr Strucker. Ich bin auf dem Weg.
Oh, hier kann ich was machen. Was kann ich hier machen? Mein Aussatz kann ich zeigen. Das hier ist aber auch schon wieder so, nur so ein Zwischenlevel, so ein kleines. Wir Waffen besitzen, denen nicht mal die Avengers standhalten können. Warum hast du es nicht zusammengebaut? Wollte ich ja, ich bin... Wo bin ich denn? Ich hing hier hinter der Tür fest. Du hängst etwas in der Ecke, ja. Ich hab's noch geschafft, fertig zu bauen, auch wenn du mich gerade versucht hast, daran zu hindern. Wir öffnen ein Tor in die Zukunft und wir von Hydra werden die Ersten sein, die es durchschreiten. Es gibt andere Facilities, die weltweit für Hydras gutes Werk arbeiten. Wir überlassen sie Captain America und seinen schillernden Freunden. Das lenkt sie von uns ab. Oben? Links? Nein. Links war's nicht. Entschuldigung! Egal, du machst das schon. Oben, rechts, unten. Rechts war's, okay. Ich baue derweil mal hier weiter auf, während du dich da oben mit den anderen Sachen rumquälen darfst. Das Zepter ist der Schlüssel. Wir haben schon so viel herausgefunden und trotzdem kaum an der Oberfläche gekratzt. Es strahlt dieselbe zügellose Energie aus, die wir in den Hydra-Waffen verzeichnet haben. Vielleicht können wir sie so mit Energie versorgen. Diese Technologie wird uns dabei helfen, die Welt zu verändern. Das ist jetzt im Prinzip gerade das, was zwischen den beiden Filmen passiert, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Genau, also zwischen... Also eigentlich sind wir noch gar nicht hier in Avengers 2, wenn man so will, sondern noch davor. Das kommt noch. Kommt aber bald, klar. Aber jetzt fängt ja an mit dem Stab da. Sie kann den Pietro, die Macht des Zepters, hat in ihm eine Schnelligkeit freigesetzt, mit der es nur sein Zorn aufnehmen kann. Okay. Die Zwillinge haben außerordentliche Begabungen. Richtig eingesetzt wären sie außergewöhnliche Waffen. Vielleicht können wir jetzt hier drüben das, Ja, müssen wir auch dieses, ich weiß nicht, was das für ein komisches... Doch, jetzt ist nämlich der Kristall als letztes. Ja, ja, stimmt, jetzt wird auch angezeigt. War der Kristall davor auch schon in der Mitte? Ja, war er. Ah, jetzt leuchtet es auch in der Mitte. Nee, irgendwie will das noch nicht so ganz. Müssen wir irgendwas noch machen. Also, die beiden haben wir befreit. Vielleicht ist jetzt da irgendwas noch aufgetaucht, wo die vorher waren oder so. Ist da oben? Nee, da ist nichts mehr. Befreien können wir sie nicht. Wäre wahrscheinlich auch relativ dämlich, weil die... Okay, das war ein cooles Geräusch bei eben bei denen. Und die wieder zurückschrauben. Ja, warte mal. Da können wir nichts machen. Da rein können wir auch nicht, wo die Zwillinge sind. Hier, zum Stapel... Das Zepter haben wir doch aktiviert, das war das vorletzte. Ja. Muss ich die Energie vom Zepter vielleicht irgendwie umleiten? Dass die Energie vom Zepter halt auf diesen Kristall hier geleitet wird oder so. Dies wäre auf jeden Fall hilfreich. Ansonsten weiß ich momentan auch noch nicht so recht, was wir machen müssen. Nee, hier unten können wir nichts machen. Um weiterzukommen. Geh nochmal nach oben schauen, ob wir da noch irgendwas vergessen haben. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber ein Versuch ist es ja auf jeden Fall wert. Da sind nur ein paar Betten. Da ein Hydra-Terminal. Das haben wir auch aktiviert. Das haben wir auf jeden Fall gemacht, ja. Schau mal, ob du rechts irgendwie schießen kannst, irgendwie was. Nee. Ja, mit der Zielfunktion. Nee, nee, da ist definitiv nicht. Oh, da ist sogar ein Hydra-Anvisierungsding. Das ist cool. Ja, weil das war ja hier fürs Scepter auch gedacht. Also es muss hier irgendwas sein. Irgendwas muss da noch zu machen sein, ja, das stimmt. Vielleicht sollen wir mit Seiten. Da müssen wir eine bestimmte Reihenfolge jetzt machen. Warte mal. Hm. Ah, ich weiß es, warte mal. Machen wir mal, gehen wir kurz zurück. Ja. Rot. Ja. Mach mal jetzt blau. Nein, das ist immer der gleiche, oder? Aber rot. Die haben auf jeden Fall unterschiedliche Farben. Damit machst du nur den oberen roten an. Kann man das irgendwie ändern oder so, welcher ausgewählt wenn ist? Wenn ich runtergehe, das heißt eigentlich nochmal rot. Ja. Aber es, der Blau muss ja, auch irgendwas mit dem Blauen zu tun haben. So, jetzt machen wir rot. Jetzt steigen wir aufs Blaue. Ja. Jetzt nochmal aufs Blaue. Gehen wir runter und nochmal aufs Blaue. Okay. Ah ja, doch. Ja, jetzt und jetzt nochmal rot, gell? Das war gemein. Nicht wahr? Entgegen unseren ersten Erwartungen kann die Kreatur nicht von selbst fliegen. Vielmehr nutzte die Chitauri-Technologie ihrer Rüstung. Wenn wir einen Weg finden, das auszunutzen, sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Ja,
das war ja richtig rätselhaft hier schon. Musste man ja richtig mitdenken. Waren wir schon fast überfordert, gell? Aber nur fast. Nur fast, natürlich. Okay. Ah, und jetzt sind wir, glaube ich, im nächsten Level, oder? Sehe ich das richtig? Ja, jetzt sind wir im nächsten Level. Stark Tower erhielt einige Neuerungen und ist nun als Avengers Tower bekannt. Was Sinn macht, nachdem es das Hauptquartier der mächtigsten Krieger der Erde ist. Hawkeye kann sich im Medizinlabor regenerieren. Die Iron Legion wird in der Werkstatt darunter repariert. Nachdem Strugger aufgehalten wurde und wir Lokis Zepter zurückhaben, könnte es hier doch wieder einigermaßen ruhig zugehen. Könnte. Aber dann hätten wir ja gar nichts mehr zu tun. Und das wäre ja natürlich blöd. Wer hat den Angriffsbefehl erteilt? Herr Strucker, es sind die Avengers. Sie haben es auf Zepter abgesehen. Der Quinjet. Du wolltest doch das Ding seit Shields Ende haben. Damit ist es zu Ende. Sobald wir wissen, wozu es noch benutzt wurde. Außer für Waffen. Seit wann kann Strucker Menschen optimieren? Ben und ich checken das, bevor es zurück nach Asgard geht. Ist das okay? Nur noch wenige Tage bis zur Abschiedsparty. Ja, ja, na klar. Ein Sieg muss gefeiert werden. Milchshakes für alle. Im Zweifelsfall immer Milchshakes in dem Spiel. Neues von Strucker? Die Behörden haben ihn. Und die beiden Talente? Wanda und Pietro Maximoff. Zwillinge. Mit 10 verwaist, als eine Granate ihr Haus zerfetzte. Was können sie? Er ist schnell und sie abgedreht. Ja, die werden nochmal auftauchen. Sicher, dass er wieder gesund wird? In meinem Labor regelt die Regeneratoreinheit sowas in 20 Minuten. Ich bestehe bald nur noch aus Plastik. Sie bestehen aus sich selbst, Mr. Barton. Nicht mal Ihre Freundin bemerkt den Unterschied. Sieht schon cool aus, die Anzüge. Bisschen gruselig, was unter dem Helm steckt, aber... Ja, sonst schon cool. Ihm? Es geht ihm gut, Herr Durst. Okay, aufwachen, Jarvis. Zeit zu spielen. Wir haben nur ein paar Tage mit dem Joystick, also machen wir das Beste draus. Das Zepter ist außerirdisch. Der Edelstein selbst scheint ein Schutzgehäuse für etwas anderes zu sein. Ein Computer. Ich glaube, ich bin auf einen Code gestoßen. Okay. Sind jetzt wieder im Stark Tower? Im Avengers Tower. Im Avengers Tower. Er heißt jetzt Avengers Tower. Das konnte ich ja nicht ahnen. Das Zepter. Wir fragten uns, wieso Strucker so erfinderisch war. Darum analysiere ich den Stein. Ha, ich wusste diese Hinweissignale. Ich kann nicht wütend werden. Wie gemein. Da ist man einmal Hulk und dann kann man ihn nicht spielen, wie man ihn spielen soll. Da ist man nur Bruce Banner. Gemein. Hab mir so schön vorgestellt gehabt und dann darf ich nicht mal richtig ausrasten hier. Im Avengers Tower, klar. Der ist doch, der rastet doch überall aus. Der rastet auch in geschlossenen Räumen ganz gern mal aus. Und hier noch Schönes. Ist der Speicherpunkt schon? Wir sind jetzt direkt am Anfang vom Level Speicherpunkt. Okay. Wer ihn auch immer dahin platziert hat, ich weiß nicht. Guck mal, warum solltest du als Hulk ausrasten, wenn du das als Mensch doch auch genauso gut kannst? Das ist wiederum auch wahr, ja. Das bietet sich dann irgendwie nicht so an. Ah, mal ein bisschen kaputt machen. Da kommen schon wieder die Münzen angeflogen. Ich sehe schon, dass wir uns alles Schönes kaufen können. Moderne Robotertechnik. Offenbar sucht er etwas ganz Spezielles. Ganz viele neue Charaktere können wir uns kaufen. Ich hoffe ja, wir bekommen bald die Zwillinge. Mit denen lässt sich, glaube ich, schon einiges anfangen. Die sind auf jeden Fall sehr effektiv, was sie so an Fähigkeiten bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass es noch ein bisschen dauert. Ja, weiß nicht, wenn wir sie wahrscheinlich das erste Mal gespielt haben oder so.
Ja. Machen wir die Sachen in unserem Tower erstmal kaputt. Wäre ja zu leicht, das auf normale Art und Weise aufzumachen. Hier hinten noch was, irgendwas. Das ist echt ärgerlich, dass ich halt nicht sein kann. Vielleicht ist er jetzt wütender. Nein, er sieht immer noch so aus, als würde er gerade auf dem Klo sitzen. Das funktioniert schon mal nicht. Schade. Da oben ist noch was. Ja, das musst du auch so machen. Oder dieses komische Gefährt kannst du bedienen. Herr Joker. Komm mal hier zu mir rüber, lieber. Okay. Warum ist da was für halt. Na, ich frag gar nicht erst. So. Super. Ich hab's geschafft. Ich bin zu dir gekommen. Hast du mich schon vermisst gehabt? Ja, und wie? Allein im Labor. Ja, unmöglich. Ja, wir haben die erste von zwei. Was auch immer. Dingern? Du kannst dich auch nicht verwandeln, oder? Momentan. Musst du auch in deiner Iron Man Form bleiben. Ja. Naja, ist nicht Iron Man, ist ja deine Tony Stark Form eher. Der Part von Lego Marvel's Avengers ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann wirst du in Zukunft auch keinen Part mehr verpassen. Und es lohnt sich auch immer, auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung, da bekommst du immer die neuesten Infos zu meinem Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und möge die Macht mit dir sein. Servus.